Herzlich willkommen zum dritten und somit auch letzten Video in unserem Lernzyklus zur Oberfläche einer Kugel. Das Ziel für dieses Video ist, dass du verschiedene Aufgaben zur Kugeloberfläche lösen kannst. Dafür solltest du bereits die Formel für den Oberflächeninhalt der Kugel kennen. Wenn du dir noch unsicher bist, kannst du noch die anderen zwei Videos unserer Videoserie ansehen, in denen wir die Oberflächeninhaltsformel der Kugel hergeleitet haben und noch einmal erklärt haben. Wir werden im Folgenden drei Aufgaben zur Kugeloberfläche lösen, deswegen halte jetzt schon einen Stift und einen Zettel bereit, damit du sie selber löst. Beginnen wir nun mit der ersten Aufgabe und betrachten wir einen annähernd halbkugelförmigen Fallschirm mit einem Radius von 3 Metern. Wie groß ist seine Oberfläche? Pausiere jetzt das Video und versuche diese Aufgabe selbstständig zu lösen. Schauen wir uns zunächst einmal an die Kugel, die einen Radius von 3 Metern hat. Deren Oberfläche können wir ja schon berechnen. Die Formel kennen wir, nämlich wir rechnen 4 mal den Radius zum Quadrat mal Pi. In unserem Fall ist das 4 mal 3 zum Quadrat mal Pi und wir erhalten eine Oberfläche von 36 Pi und lassen das Ergebnis mal so stehen und multiplizieren noch nicht aus. Schauen wir uns dann die Halbkugel an. Hier müssen wir eigentlich nur die Oberfläche der Kugel halbieren. Das heißt, wir halbieren den Oberflächeninhalt, in unserem Fall 36 Pi halbe. Hier kann man jetzt schön kürzen und wir erhalten 18 Pi als Oberfläche. Du kannst das natürlich auch aufmultiplizieren und 18 mal Pi rechnen und du bekommst dann eine Oberfläche von 56,54 Quadratmeter. Die nächste Aufgabe ist eine Schätzaufgabe und hier gehen wir der Frage nach, wie viele Kugeln mit jeweils einem Radius von 2 cm haben zusammen eine gleich große Oberfläche wie eine Kugel, deren Radius 20 cm beträgt. Drücke auch hier kurz auf Stopp und gib eine Schätzung ab. Was glaubst du, wie viele kleine Kugeln werden das sein? Notiere deine Schätzung und begründe, wie du zu dieser Schätzung gekommen bist. Viele Schülerinnen und Schüler werden jetzt intuitiv sagen, naja, wahrscheinlich 10 kleine Kugeln, denn der Radius der kleinen Kugel ist 10-mal kleiner als der Radius der großen Kugel. Schauen wir uns die Berechnung an und dann werden wir begründen, ob diese intuitive Schätzung richtig oder falsch ist. Berechnen wir zunächst die Oberfläche der kleinen Kugel. Die hat einen Radius von 2 cm, das heißt, ihre Oberfläche ist gleich 4 mal 2 zum Quadrat mal Pi. Das bedeutet, wir haben einen Oberflächeninhalt von 16 Pi Quadratzentimetern. Die große Kugel mit Radius 20 cm hat eine Oberfläche von 4 mal 20 zum Quadrat mal Pi. Das heißt, wir haben einen Oberflächeninhalt von 1600 Pi. Und in dieser Schreibweise, also dieser Pi-Schreibweise, erkennen wir schön, dass wir 100 solcher kleiner Kugeln brauchen würden, um eine Oberfläche zu haben, wie sie die große Kugel hat. Das bedeutet, dass die intuitive Schätzung mit 10 falsch ist. Das liegt daran, dass man Länge und Flächeninhalt nicht 1 zu 1 vergleichen kann. Wir haben hier nämlich die Radien quadriert. Wir haben 2 zum Quadrat und 20 zum Quadrat gerechnet. Das heißt, wenn die Länge um 10 größer ist als die andere Länge, dann wird dieser Faktor 10 noch einmal quadriert. Und somit ist die Oberfläche der kleinen Kugel um das Hundertfache kleiner als die Oberfläche der großen Kugel. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, wenn man Flächen vergleicht. In unserer letzten Aufgabe betrachten wir einen Basketball mit einer Oberfläche von ca. 1809,5 Quadratzentimetern. Die Frage hier ist, wie groß ist sein Durchmesser? Drücke auch hier kurz auf Stopp und versuche diese Aufgabe selbstständig zu lösen.
Auch hier gehen wir wie folgt vor. Wir nehmen unsere Formel, die wir schon kennen, die Oberflächenformel von der Kugel. Und für die Oberfläche können wir 1809,5 in unsere Formel einsetzen. Jetzt können wir beide Seiten durch 4π teilen. Und wir haben auf der linken Seite stehen 1809,5 dividiert durch 4π. Und auf der anderen Seite steht r². Wenn wir das im Taschenrechner eingeben, erhalten wir ungefähr 144 für r². Jetzt können wir auf beiden Seiten die Wurzel ziehen und wir erhalten ungefähr 12 für unseren Radius. Und daraus können wir folgen, dass der Durchmesser ungefähr 24 cm groß ist. Somit sind wir auch schon am Ende unseres Videolernzyklus angelangt. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Wir haben sehr viel in diesem Lernzyklus gemacht. Wir haben begonnen mit dem Fußball, haben uns seine Oberfläche angesehen und daraus die Oberflächeninhaltsformel der Kugel abgeleitet. Und mit dieser Formel haben wir dann drei praktische Beispiele aus dem Alltag gelöst. Ich bedanke mich noch einmal fürs Zusehen und fürs Mitmachen und verabschiede mich.